Es ist die Aufstellung unseres FC Carl Zeiss Jena und die lautet heute wie folgt. Im Tor steht mit der Rückennummer 30 Alexios. Unsere drei trinken. Mit der Rückennummer 5 läuft auf Sören. Unsere 7 auf dem Rücken hat Erik. Mit der 10 dabei Alexander. Unsere 13 trägt Paul. Die 20 ist Ted. Mit der Rückennummer 26 und unser Spielführer Nils. Die 27 trägt Joel. Mit der 28 dabei Hamza. Und komplettiert von unserer Startaufstellung durch unsere 29 durch Maxim. Trainiert für die Mannschaft, ihr wisst es alle, von Henning Bürger und bei uns dem heute auf der Seite. Und hier kommen sie, die Akteure des heutigen Spieltages. Hier ist sie, die Mannschaft unseres FC Carl Zeiss.
die Anhänger des FC Carl Zeiss Jena an der Südwand das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen hier bei uns in der Talk Arena umgehend zu unterlassen. Ihr wisst es, wir wollen das Ganze nicht mehr dulden lassen. Also bitte unterlasst das Abbrennen von Pyrotechnik hier bei uns in der Talk Arena. Zu unterlassen. Es ist nicht nur unschön, sondern es gefährdet auch eure eigene Sicherheit und angesichts dieser fordern wir euch auf, dies umgehend einzustellen. Vielen Dank. Yeah.
72. Spielminute. Tor für den FC Carl Zeiss. Jena! Jena! Schütze und Rücke Nummer 28, Hamza. Wir haben ein Spielstand im Paradies. FC Carl Zeiss Jena. Rot-Weiß Erfurt. Danke. Bitte. So, und das noch einmal die Aufforderung, sowohl an die Jena-Fans als auch die Erfurter Fans auf der Südwand, das Abbrennen von pyrotechnischen Erzeugnissen sowie das Werfen von Feuerwerkskörpern umgehend einzustellen. Zuschauern, wir sind ausverkauft. Thank you.
Ihnen Danke zu sagen. Danke für Ihre Unterstützung am heutigen Pokalfreitag. Danke dafür, dass ihr mit uns diesen Derby-Sieg miterleben habt. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn wir Sie auch bei unseren nächsten Spielen zum Bodenpokal, als auch natürlich in der Liga, hier wieder bei uns so zahlreich begrüßen dürfen.